Ihr seid hier bei FragTube.at, ich bin Caspar und ihr seht hier aufgrund von von Anfragen, ein Video für Einsteiger, Tipps und Tricks für Einsteiger von Gears of War Judgment. Und ja, vorher will ich erstmal sagen, dass ich mich natürlich über jeden Neueinsteiger von der Gears of War Serie sehr freue, denn die Community ist nicht so groß wie bei anderen Spielen. Und das ist halt, jeder Zuwachs ist halt ein Gewinn. Ja, und jetzt mache ich halt dieses Video, um diesen Neueinsteigern eben den Anfang ein bisschen zu erleichtern, denn Gears of War ist ja nicht so ein Spiel, nicht so ein Shooter wie vergleichsweise Call of Duty oder Battlefield, der halt sich anderen Shootern sehr ähnelt. Das bedeutet, also wenn man zum Beispiel Battlefield gut kann, dann kann man sich auch sehr schnell in Call of Duty reinleben. Bei Gears of War ist das nicht so, denn das ist ja so ziemlich ein eigenes Spiel. Also mir würde jetzt kein Spiel einfallen, was so ziemlich vergleichsweise ist. Und deswegen mache ich hier diese Tipps und Tricks für Einsteiger. Und da fangen wir auch direkt an mit dem Character Setup. Mein erster Tipp hierbei ist es, schon bei Ka der Charakterauswahl kann man hier verschiedene Charakter auswählen. Und mein Tipp ist es da, hier die weiblichen Charaktere, zum Beispiel Sophia, Alex Brand oder auch die weibliche Onyx-Wache auszuwählen, da sie etwas dünner sind als vergleichsweise jetzt die männliche Onyx-Wache und somit auch viel kleinere Angriffsfläche haben und nicht so schnell gehittet werden von Schüssen der Gegner. Ist jetzt nicht so spielrelevant und spielentscheidend, aber ist ein kleiner Vorteil, den man dadurch hat. Ich persönlich mache es auch nicht immer so. Ich nehme oft auch einfach die anderen Charakter, weil sie mir halt teilweise besser gefallen. Und das ist halt nur ein kleiner Tipp am Rande. Ja, dann geht es auch direkt weiter mit der Waffenauswahl. Da gibt es ja so einige hier bei Gears of War Judgment. Ja, und mein Tipp dafür ist ganz klar der Gnasher. Man sollte den Gnasher nehmen, einfach aus dem Grund, also zunächst mal, was aber auch nicht so wichtig ist, der Gnasher ist die angesehenste Waffe in Gears of War. Damit meine ich einfach, dass wenn man eine andere Waffe spielt, ist es oft so, dass andere Spieler sich darüber aufregen und einen oft auch als Noobs bezeichnen oder schlechte Bewertungen, dieses Rap, ihr kennt das vielleicht, geben. Und ja, und das ist ein kleiner Vorteil, und deswegen ist der Gnash halt eben die angesehenste Waffe und meine Empfehlung auch, denn sie ist auch meiner Meinung nach einfach die beste Waffe, denn man kann sich mit ihm aus ja jeder Situation eigentlich irgendwie rausschießen, würde ich mal so sagen, was man mit anderen Waffen da eher weniger kann. Und warum, das erkläre ich euch jetzt. Gehen wir ins Spiel hinein. So, jetzt sind wir im Spiel. Und ihr seht, ich habe den Gnasher ausgewählt und auch einen weiblichen Charakter, Alex Brand hier. Bevor ich jetzt aber zum Gnasher selber komme, geht es weiter. Und zwar unter Optionen, Controller. Und hier solltet ihr erstmal die Empfindlichkeit für euch einstellen. Da muss jeder selber wissen, womit er am besten klarkommt. Ich glaube, standardmäßig ist es hier auf 20 eingestellt. Zeige ich euch direkt mal, die Empfindlichkeit ist so, dreht man sich dann. Das ist der Standard, glaube ich. Ich selbst habe es auf 28 eingestellt, da ich damit besser klarkomme. Ich spiele auch bei anderen Shootern-Spielen mit einer höheren Empfindlichkeit, da geht es so schnell dann schon voran. Ich kann mich dann so besser umdrehen im Kampf und halt schneller reagieren. Das muss aber jeder für sich selbst rausfinden. Man kann, wenn man am Anfang noch nicht mit dieser Geschwindigkeit klarkommt, vielleicht einfach erstmal mit 22 und dann halt immer in kleinen Schritten höher gehen und sich dann langsam an eine schnellere Geschwindigkeit eingewöhnen. Dann ist dabei noch zu beachten, dass ich jetzt zum Beispiel nicht die volle 30 ausgewählt habe, obwohl ich damit auch gut klarkommen würde. Das liegt aber daran, dass man noch beachten muss, mit welchen Power Weapons, also die Waffen, die man auf der Map selbst aufheben kann, man gerne spielt. Bei mir ist das zum Beispiel oft der Longshot oder die Breedshot. Und da bietet es sich halt an, nicht auf die volle Empfindlichkeit hochzugehen, da man hier, ihr seht, man hat dieses kleine Fahnenkreuz noch,
Es nennt sich dann Hipfeiern, wenn man so schießt. Wenn man so, wie ich finde, mit einer etwas niedrigeren, bisschen versprechen, ist ja menschlich, niedrigeren Empfindlichkeit doch besser klarkommt und dann ein bisschen besser zielen kann. Auch wenn man zoomt, ist das ein bisschen besser. Also dadurch, mit der 28 komme ich dann hier mit den Sniper, mit der Sniper und mit der Breachshot hier besser klar. Das muss aber jeder selber wissen. Wenn man jetzt jemand ist, der echt rein mit dem Gnasher spielen will oder vielleicht dann noch die Boomshot oder sowas anderes spielen will, halt die Sniper einfach komplett außen vor lässt, dann empfiehlt es sich für diese Person vielleicht auch, dann die Empfindlichkeit bis auf 30 hochzustellen. Bevor wir dann jetzt aber ganz auf den Gnasher eingehen, noch zu den Granaten, Granatenauswahl, das würde ich einfach jedem selbst überlassen. Ich persönlich spiele am liebsten mit der Pallgranate, die hier, wie ihr seht, in einem bestimmten Umkreis die Gegner auch durch die Wände anzeigt. Ja, das ist mein Favorit dabei, aber da denke ich, hat jede Granate seine eigenen Vor- und Nachteile. Und das würde ich euch einfach ganz einfach selber überlassen. Also kommen wir zum Gnasher. Und was diese Waffe auszeichnet, ist zum einen mal, was jetzt das Gameplay jetzt nicht so wirklich betrifft, wie ich gerade auch schon gesagt hatte, ist eben die angesehenste Waffe in Gears of War. Und meiner Meinung nach auch die stärkste. Und damit komme ich auch am besten klar. Und warum das so ist, das erkläre ich, also, oder warum das so ist und wie man am besten damit umgeht, versuche ich euch jetzt ein bisschen zu erklären. Denn der Gnasher ist eine sehr starke Nahkampfwaffe und kann Gegner im Nahkampf mit einem Schuss schon zerfetzen. Des Weiteren hat es auch eine sehr hohe Reichweite, wie ihr hier seht. Auch ist zwar eine Shotgun, aber kann auch auf größere Distanz treffen, den Gegner. Ich mach's nochmal von hier aus. Auch hier seht ihr es an dem roten Blut, was da rauskommt aus dem Gegner da. Man kann ihn immer noch treffen, auch wenn dann so gut wie gar kein Damage gemacht wird. Aber man kann auch, wie ihr jetzt gesehen habt, mit einem Schuss im Nahkampf den Gegner einfach zerfetzen. Und das zeichnet meiner Meinung nach den Gnasher aus, dass man eben mit wenig Munition viel Schaden anrichten kann. Und ja, wie man den Gnasher spielen muss, ist natürlich klar, man muss auf Nahkampf gehen, also man muss nah an den Gegner rankommen, um damit dem Gnasher Schaden auszurichten. Aus der Distanz durch die hohe Reichweite kann man zwar Schaden machen, aber der ist so gering, dass man dann echt ein ganzes Magazin oder noch viel mehr Schüsse brauchen würde, die auch alle treffen, um den Gegner zu töten. Deswegen lautet die Devise mit dem Gnasher halt einfach ab in den Nahkampf. Hier seht ihr jetzt, dass der Gegner, okay, er hat jetzt diese Vulkan, eine sehr starke Waffe, nehmen die Bots gerne, ich mache es gerade im privaten Spiel gegen die Bots. Und Pam, ich habe ihn wieder mit einem Schuss zerfetzt. Deswegen die Devise mit dem Gnasher ab in den Nahkampf. Und das zeichnet den Gnasher auch aus. Im Nahkampf, selbst wenn da drei oder vier Gegner auf einem Haufen sind, kann man dann mit dem entsprechenden Glück oder Skill, wie man es halt so nimmt, sich da einfach rausschießen und wirklich alles zerfetzen. Mit einer anderen Waffe, zum Beispiel dem Lancer oder wie auch immer, hat man im Nahkampf zwar dieses Kettensägenbajonett, könnte den dann Gegner dann aufschlitzen, oder beziehungsweise durchsägen. Aber wenn dann da mehrere sind, ist das eher die schlechtere Alternative und man steht da chancenlos da und der Tod ist eigentlich schon gewiss. Ebenso mit den ganz normalen Schüssen im Nahkampf, damit kann man mit fast keiner Waffe wirklich was ausrichten. Und was dann auch noch der Vorteil vom Gnasher ist einfach, dass viele, viele Leute damit spielen und sie auch den Nahkampf eben suchen. Und dadurch, dass sie den Nahkampf suchen, kommt es halt häufig vor, dass man selber, oder dass die Gegner selber sehr nah an einem an einen rankommen und da kann man sich mit dem Gnasher eben am besten verteidigen. Wenn der Gnasher dann aber mal nicht mit dem ersten Hit den Gegner direkt tötet, gibt es dann natürlich noch die Alternative zu Boxen. Ich versuche jetzt auch mal erstmal hier. So, und der Box, dann ist der Gegner auch tot.
das ist auch eine ganz gute Alternative. Wenn der Gnasher zwischendurch im Nahkampf nicht direkt tötet, kann man das machen, um den Kill zu kriegen. Meiner Meinung nach ist das aber, also, oder nicht nur meiner Meinung nach, sondern auch viele anderer Meinung nach, ist das eher, ja, wie soll ich sagen, unehrenhaft oder noobig, sowas zu machen. Dass dieses Punchen oder Schlagen ist bei Gears of War einfach nicht gerne gesehen. Und ich persönlich versuche es auch größtenteils zu vermeiden, selbst zu schlagen, da ich mich selbst aufrege, wenn ich halt tot geschlagen werde. Und deswegen möchte ich andere auch nicht da zum Aufregen bringen. Und ich meine Ansicht nach, meiner Ansicht nach, habe ich auch hier eine geile Schrotflinte in der Hand. Bisschen am Versprechen. Aber was soll's. Geile Schrotflinte in der Hand, mit denen ich die Gegner einfach zerfetzen kann. Also warum sollte ich ihnen auf die Fresse hauen, wenn ich sie einfach zerfetzen kann? Das Punchen ist aber trotzdem eine gute Alternative, wenn man merkt, ich muss jetzt schnell, man schießt und kann dann sofort punchen. Das geht schneller, als den nächsten Schuss zu machen. Das ist eine gute Alternative, wenn man merkt, oh, ich schaffe das nicht mehr, den nächsten Schuss zu machen. Und das ist meine einzige Alternative zu überleben. Dann ist es völlig legitim, das mache ich dann auch. Und man kann es gerne tun. Ansonsten, wenn die Munition leer ist, man muss sich natürlich nicht selbst killen lassen. Da ist der Punchen natürlich immer noch die beste Alternative, anstatt einfach nur dumm dazustehen. Ja, das war es dann auch zum Gnasher. Und wenn man das alles befolgt, könnte das dann am Ende so aussehen. So, nach der kurzen Angeberei wieder zurück im privaten Match. Naja. Noch nebenbei gesagt, ich finde, aufgrund dieses kleinen Fadenkreuzes, was man jetzt auch schon auf dem Bildschirm sieht, ohne dass man reingezoomt hat, so sieht es mit reinzoomen aus, so ohne, ist es meistens überflüssig, mit dem Gnasher zu zoomen. Das heißt, man kann einfach im Nahkampf so schießen. Wenn man zoomt, läuft man zunächst langsamer und es kostet einen Zeit. Wichtige Zeit in einem hitzigen Gefecht. Deswegen ist es meiner Meinung nach meist ziemlich überflüssig. Ja. Jetzt wurde noch gefragt, wie das denn mit der Bewegung, mit der schnelleren Fortbewegung auf der Map aussieht. Hierzu gibt es ja, bestimmte Techniken oder eine bestimmte Technik, die nennt sich das Wallbouncen. Dazu werde ich jetzt ja ein kleines auch nochmal Anfänger-Tutorial machen. Ich empfehle also mich hierauf erst zu konzentrieren, wenn man das mit dem Gnasher schon einigermaßen raus hat. Also wenn ihr vorher nicht mit dem Gnasher gespielt habt, spielt erstmal ein, zwei Spielstunden damit, so dass ihr erstmal gut mit der Waffe selber klarkommt. Vielleicht dauert es auch ein bisschen länger. Das macht aber auch nichts. Bei mir hat es auch nicht sofort geklappt. Aber wagt euch nicht zu früh an das Wallbouncen dran. Deswegen, und genau das Wallbouncen, das bringt einem im Kampf eigentlich auch nur einen wirklichen Vorteil, wenn man denn dann auch mit dem Gnasher spielt. Denn andere Waffen, da hilft es einem vielleicht teilweise beim schnelleren Vorankommen, was ich aber selbst noch nicht mal wirklich so empfinde. Entschuldigung. Aber mit dem Gnasher hilft es einem im Kampf auch. Und wie gesagt, man kann trotzdem auch schneller vorankommen. So, das war ein kleiner Bounce. Das Wallbouncen, ja, das will ich euch jetzt mal etwas näher bringen. Dazu suche ich eben eine geeignete Stelle. Die hätten wir hier. Also das Wallbouncen kann man am besten in einem engen Gang machen. Das zeige ich aber gleich erst. Ich würde empfehlen, gehen wir einfach hier hin. Hier haben wir etwas mehr Platz. Auch ein bisschen engeren Gang. Und man muss natürlich erstmal lernen, überhaupt die einfachen, wie das Bouncen wirklich geht. Dazu, man kann hier mit dem A-Knopf ganz einfach an die Wand rangehen. Und um jetzt zu bouncen, muss man das hier halt machen. Genau, muss man, der Bounce ist halt, du gehst nicht wirklich zur Wand hin, du rutschst nur ein Stück und brichst das Rutschen sozusagen ab. Das machst du, indem du
indem man den linken Stick, also den, mit meinem, den man sich hier so bewegt, nicht mit dem man die Sicht verändert, sondern mit dem hier, den man sich bewegt, während des Bouncens in die entgegengesetzte Richtung, ja, nach hinten zieht, halt schnell. Du drückst A und ziehst nach hinten. A und nach hinten. Das kann man dann erstmal eine Zeit lang üben. Bis man das hier so raus hat. So ein bisschen nach hinten hier. A und nach hinten. So dass sozusagen der Slide-Vorgang abgebrochen wird. Wenn man das dann einigermaßen raus hat, dieses einfach vorne hinstellen und das machen, gibt es dann die weitere Alternative. Man kann so schräg gegen eine Wand springen und das auch abbrechen. Das heißt, so, zack. Dadurch. Ein Moment, das Telefon klingelt. So, und da bin ich wieder. Die Technologie des Schneidens ermöglicht es mir, hier den Schaden doch einigermaßen zu begrenzen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Hier genau. Wenn man sich dann so schräg davor stellt, kann man dann diesen Move machen, sodass man im Prinzip dann so ein. Oh, das war ein Fail. So, schon wieder. Sowas, so ein. Ja, wie soll ich das sagen? So ein Dreieck in der Form so ein bisschen bildet. Und das ist schon auch einer der noch simpleren Wallbounce-Methoden. Denn so kann man zum Beispiel als kleines Beispiel, wenn da jetzt der Gegner steht und du kommst, man kommt selbst von hier an, kann man den Gegner einfach ein bisschen austricksen, indem man so macht und den dann so abschießt. So, pam. So weicht man dann sozusagen den Schuss aus, wenn er von ihm kommt, der in die Richtung geht, weil man selbst da ist und kann dann schießen. Und wie gesagt, daran sieht man auch, dass es im Prinzip nur mit dem Gnasher was nützt. Denn wenn man jetzt hier so einen Lancer oder so hätte, könnte man so machen und dann kann man da irgendwie ein bisschen draufschießen, gibt man ein bisschen Damage, aber ist dann selbst, wird dann selbst sehr wahrscheinlich vom gegnerischen Gnasher zerfetzt. Ja. Und dann kann man es noch weiter treiben, indem man dann so macht. Also im Prinzip muss man einfach nur ja, wie soll ich das erklären? Also man muss den Stick, wie gesagt, in die gegengesetzte Richtung flicken und bei diesem Bounce hier eben auch den rechten Stick. Man muss in die Richtung auch gucken. Das heißt, du guckst zuerst in die Richtung, dann drückst du A und guckst in die andere Richtung und flickst dabei auch noch gleichzeitig den linken Stick nach links. Das heißt so, nach links, dann drückst du sozusagen beide Sticks nach links, damit es zur Seite geht. Und dann kann man eben das direkt zu einer flüssigen Bewegung überleiten, die dann direkt in die andere Richtung geht. Das heißt, dasselbe macht man dann ganz schnell in die andere Richtung. So, oh, das war jetzt ein kleiner Fail meinerseits. Ihr habt es ja gerade schon gesehen. So. So, und dann hat man es zweimal gemacht. Und dann hier noch ein drittes Mal. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht der übelste Profi im Wallbouncen. Wenn ihr wirklich, da gibt es noch ganz viele ausgeklügelte Techniken, die ihr am besten von anderen Profis lernt. Das gibt es auch tausend Videos auf YouTube. Ich will hier nur kleine Basics zur Einführung machen. Des Weiteren kann man das gleich dann auch noch hier machen, indem man so macht und so. Das heißt, man kann im Prinzip, also ich finde, das ist jetzt eher keine Fortbewegungstechnik auf den Maps selber, dass man schneller sich fortbewegen kann, sondern eher, damit man Schüssen ausweichen kann und halt nicht so ein leichtes Ziel ist. So kann man zum Beispiel, wenn ein Gegner auch da hinten mit dem Lancer steht, kann man durch solche Techniken halt auch ein bisschen leichter den verwirren, dass man nicht so ein leichtes Ziel ist. Siehst du, jetzt habe ich hier dreimal gebounced. Und dann, wenn du jetzt hier in der Nähe stehen würde, wäre ich dann auch schon wieder ein gutes Stück näher an ihn rangekommen, ohne dass er wirklich eine richtige Chance hätte, mich zu treffen. Deshalb weniger zum schnellen Vorankommen, als mehr fürs Ausweichen oder halt nicht leicht getroffen werden durch Gegner. Ja, und ich sag, also ich komme jetzt auch mal zum Ende, denn viel mehr kann ich euch jetzt auch nicht beibringen. Wie gesagt, ans Wallbouncen, wenn ihr das noch ein bisschen genauer und vielleicht ein bisschen besser erklärt haben wollt, sucht nach weiteren Tutorials auf YouTube. Ansonsten, meine Empfehlung, Gnasher, guckt nochmal bei den Empfindlichkeitseinstellungen, was da für euch am besten passt. Als kleiner Tipp, nehmt halt weibliche Charaktere, die sind ein bisschen dünner, bieten nicht so eine große Angriffsfläche für gegnerische Schüsse. Das gibt einem einen kleinen Vorteil, keinen wirklich großen. Aber naja, lasst das Punchen sein, soweit es geht. Denn damit macht ihr euch nur unbeliebt. Und ja, ich würde sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut da rein, Jungs.